Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video hier auf meinem Kanal Kodaway. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich dazu entschlossen hast, heute eine Yoga-Einheit zu machen. Und heute wird es etwas anstrengend für unsere Oberschenkel, aber das wirst du schaffen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir starten im Schneidersitz. Setz dich hier wirklich bequem hin. Wenn du magst, kannst du auch hier einen Yoga-Klotz benutzen oder aber dich auf eine gefaltene Decke setzen. Einfach, dass du bequem sitzt. Jetzt atme tief ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Schenk dir zwischendurch auch gerne ein Lächeln. Toll, dass du heute hier die Yoga-Einheit machst. Mit der nächsten Einatmung nimm die Hände zusammen und dreh sie ineinander. Also so, dass du deine Handgelenke schön lockerst. Mach's in deinem Tempo und so, wie du das fühlst. Wenn du magst, kannst du einmal umgreifen, sodass du ein Finger weiter deine Finger ineinander verschränkst und auch hier dein Handgelenk dann etwas lockern. Und jetzt kannst du gleich auch schon deine Finger auseinandernehmen. Und dann nehmen wir mit der nächsten Einatmung die Hände nach oben und drehen uns einmal zur rechten Seite auf. Dein linker Arm ist auf deinem rechten Knie. Und deine rechte Hand ist auf dem Boden hinter dir ausgestellt. Mit der nächsten Einatmung Hände wieder nach oben nehmen und dann drehen wir uns zur linken Seite auf. Und auch hier schön ein- und ausatmen. Dann komm langsam wieder zurück, indem du deine Arme nach oben nimmst. Und dann wechseln wir die Position und gehen einmal in den Vierfüßler. Die nächste Übung heißt Katze-Kuh. Das heißt, bei jeder Einatmung gehst du einmal in den Buckel, nimmst deinen Rücken nach oben, rundest ihn und mit der Ausatmung gehst du ins Hohlkreuz und hebst deinen Kopf nach vorne. Einatmen, Katze. Ausatmen, Kuh. Einatmen, Buckel. Ausatmen, Hohlkreuz. Ein letztes Mal. Einatmen, Katze. Und ausatmen, neutraler Vierfüßler. Dann nehmen wir die Hände einmal mehr nach vorne und stellen die Füße hinten auf, sodass wir in den herabschauenden Hund kommen. Beweg dich hier intuitiv. Nimm deine Knie nach vorne, bring Bewegung rein und lass dich hier wirklich schön ausruhen. Wenn du magst, kannst du auch gerne deinen Kopf mal zur Seite nehmen, nach rechts schauen, nach links schauen, so wie es für dich sich gut anfühlt. Genau. Und dann mit der nächsten Einatmung nehmen wir das rechte Bein nach hinten und stellen es dann nach vorne zwischen unsere Hände. Erde dein linkes Knie und dein Fußrücken und dann nehmen wir einmal die Hände nach oben und gehen in den Krieger. Sehr gut, setz dich hier wirklich schön tief. Kannst die Hände auch wieder nach unten nehmen, wenn es für dich oben zu anstrengend ist. Und spür die Dehnung hier sehr gut. Ich fühle das meistens oben im Unterschenkel und im Unterschenkel. Und den Bauch versuche ich immer schön anzuspannen, sodass eine gute Haltung hier bei mir ist. Auch hier kannst du tief ein- und ausatmen. Atme in die Regionen, die vielleicht etwas schmerzen. Und beruhig deinen Körper. Schmerz ist nämlich eigentlich nur ein Empfinden, das wir selber auch manchmal leiden können. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung gehen wir dann einmal nach oben,
mit dem Schwung. Und dann setzen wir uns wirklich tief in den Krieger rein, sodass wir es noch mal mehr spüren. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt von mir, aber du schaffst das. Halt es durch. Es tut nachher so gut. Für die nächste Übung nimmst du deine Arme einmal nach hinten und mit der Ausatmung gehen wir nach vorne. Und dann langsam wieder nach hinten und nach vorne. Schauen wir ein letztes Mal nach vorne und nach hinten, gehen wir dann zur Mitte und drehen uns einmal zur linken Seite. Dein rechter Fuß zeigt weiterhin nach vorne und dein linker Fuß zeigt zur Mattenseite. Und jetzt nimm die Hände zu beiden Seiten und spür hier die Dehnung. Mit der nächsten Einatmung lösen wir das Ganze auf, Hände zum Boden, einmal nach hinten mit dem rechten Fuß und dann legt langsam auf den Boden ab. Genau. Und jetzt gehen wir in die kleine Kobra. Einmal die Hände am Boden abstützen und nimm deinen Oberkörper hoch. Wenn du magst, kannst du auch gerne es intensivieren, indem du deinen Oberkörper nicht zu weit nach oben nimmst, die Hände vom Boden löst und auch die Füße vom Boden nimmst. Und jetzt halt mal hier die Anspannung und atme hier tief ein und aus. Und dann leg langsam wieder am Boden ab. Und dann drücken wir uns einmal zurück in die Haltung des Kindes. Arme sind vorne, Kopf liegt fast am Boden auf. Und dann gehen wir einmal mit den Händen rüber zur linken Seite. Atmen hier tief ein und aus. Und dann wechseln wir zur rechten Seite mit den Händen. Und atmen auch hier tief ein und aus und kommen wieder langsam zurück zur Mitte und gehen dann einmal von hier aus mit den Händen nach vorne und gehen in den herabschauenden Hund. Atmen auch hier tief ein und aus. Und nochmal tief ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung nehmen wir das linke Bein nach hinten und dann zwischen unsere Hände nach vorne. Und dann gehen wir mit dem Oberkörper nach oben und setzen uns hier wieder tief hin. Rechtes Knie ist geerdet, auch der Fußrücken rechts ist geerdet. Und du kannst gerne auch wieder die Hände nach unten nehmen auf dein Knie. Und dann atme auch hier wieder tief in die Dehnung ein und aus. Und spür hier wirklich die Dehnungen in den Oberschenkeln. Wenn du magst, kannst du auch gerne wieder die Hände nach unten nehmen. Je nachdem, wie intensiv du das spüren möchtest oder nicht. Atme schön tief ein und aus. Und nochmal tief ein und aus. Mit der nächsten Einatmung Hände nach oben, Knie vom Boden abdrücken. Und dann nehmen wir auch hier mit der nächsten Einatmung die Arme nach hinten und Ausatmung Arme nach vorne. Wieder Arme nach hinten und dann wieder nach vorne. Sehr gut. Beim nächsten zurück drehen wir uns einmal um zur Seite, Beine strecken und Arme rechts und links ausgestreckt. Und dann bleiben wir hier einmal für einen Moment stehen. Dein linker Fuß ist gerade. Und dein rechter zeigt zur Mattenseite.
Mit der nächsten Einatmung drehen wir dann einmal zum Boden die Finger. Und auch hier treten wir zurück und gehen dann langsam wieder auch in die Bauchlage zurück. Dann mit der nächsten Einatmung die Kobra. Und wenn du das intensivieren möchtest, nimmst du die Hände wieder nach oben und Füße nach oben. Dann lösen wir das Ganze auch schon wieder auf und gehen zurück in die Haltung des Kindes. Von der Haltung des Kindes gehen wir in den herabschauenden Hund. Und hier halten wir dann kurz inne. Atmen tief ein und aus. Und dann lösen wir das Ganze auf und setzen uns auf die Knie. Genau. Jetzt verschränk deine Hände nach hinten und öffne deine Brust, indem du die nach oben nimmst. Drück die Arme durch, schließ deine Augen. Genieß den Moment. Sehr gut. Dann löst das Ganze auf. Und bedank dich bei dir selber, dass du dir die Zeit genommen hast, heute diese Yoga-Praxis zu machen. Sehr gut getan, oder? Schön, dass du dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wenn du magst, schreib gerne einen Kommentar, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Jeden Freitag kommt ein neues DJ-Set online. Ja, ich bin DJ und jeden Sonntag kommt dann ein neues Yoga-Video für dich online. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal.